Hallo MOBA-Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin wie immer der Steven, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein ganz besonderes Video. Ich hatte erwähnt, dass ich in Urlaub fahre in einem der letzten Videos und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und bin mit dem Podbahner zusammen mit dem Daniel ins Spoorwegmuseum gefahren nach Utrecht. War ungefähr so 1,5 Stunden weg von meinem Urlaubsort. Da dachte ich mir, kann man sich ja mal gönnen. Jetzt habe ich natürlich ein paar Aufnahmen gemacht. Bei vielen, da war auch ein bisschen was los, ist ja klar, ist es natürlich schwer, da jetzt viel zu erzählen, weil die Videos sehr kurz sind teilweise. Da, wo es passt, werde ich natürlich was versuchen zu erzählen. Ansonsten gibt es dann einfach nur Bilder, wie es aussieht. Sehr viele alte Lokomotiven, ist ja klar. Ein bisschen die Moderne wird auch gezeigt. Was ich auch dazu sagen kann, es gibt in diesem Museum auch Attraktionen, also Fahrgeschäfte. Die habe ich nicht gefilmt, die habe ich mit Absicht nicht gefilmt. Ja, erstmal ist es schwer, das hinzukriegen, dass es gut aussieht, weil es dunkel ist. Dann kommt man mit so einer Kamera nicht weit hier. Mit der Handykamera. Und dann wollte ich das einfach auch genießen. Ja, viel Spaß mit den Zusammenschnitten. Wie gesagt, ab und zu werde ich mal ein bisschen was erzählen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe. Und ich denke schon, wenn man sich diese Halle anschaut, dann weiß man eigentlich, was das für ein schönes Museum ist. Man kommt wirklich rein und man ist gleich in einer ganz anderen Welt. Hier zu sehen nun die allererste Lokomotive mit dem Namen Tintus von 1914, maximale Geschwindigkeit 110 km/h, ungefähr 105 Tonnen, 18 Meter lang. Sehr, sehr schöne Lokomotive. Das jetzt hier ist die Kröte, S326. Hier französische Lok. Eine Elektrolokomotive, 125 die Baureihenbezeichnung. Hier nochmal von innen zu sehen. Dazu gibt es leider keine großen Aufzeichnungen. Hier jetzt auf den Bildern zu erkennen und auch gleich von innen zwei Wagen der niederländischen Amsterdam-Werksbahn sozusagen. Also es gab ja in Amsterdam ein großes Werk, wo alles produziert wurde. Und da wurden auch diese Salonwagen produziert. Unter anderem soll wohl auch mal die Prinzessin, Königin damit gefahren sein. 60 Tonnen schwer von 1932, 140 km/h maximale Geschwindigkeit. Und man muss sagen, man kommt dort rein, es riecht legendär. Ja, optisch, Peter, ja, brauche ich eigentlich nichts dazu sagen. Dann gibt es noch einen Salonwagen, der ist noch ein ganzes Stück älter, der ist von 1864. Kann man allerdings nur von außen sich anschauen. Hier jetzt nochmal eine E-Lok. Zu der ist leider auch nicht wirklich viel beschrieben, aber ihr seht sie ja auf den Bildern. Tage noch drüber gegoogelt, ja. Mein Kollege meinte, was das für eine Lok sei. Wenn man jetzt den ersten Bahnsteig verlassen hat und, also den seht ihr hier rechts, wo die ganzen Güterwagen stehen, das ist alles Zeug, was noch restauriert werden muss. Kommt man jetzt nun auf den zweiten Bahnsteig. Der wird auch tatsächlich noch von der NS benutzt. Hier links seht ihr, da war ein freies Gleis. Da kommt tatsächlich noch im Bahnhof Utrecht regelmäßig jede Stunde ein Zug. Und hier auf der anderen Seite seht ihr jetzt einen Postzug und dort die Lok, also der normale Nierlande war, sollte diese Lok kennen, die fährt überall. Das ist auch aktueller Fuhrpark. Also da wird wirklich abgestellt, was nicht gebraucht wird. Dann geht es ins Innere. Ihr seht Nestor, wunderschöne Lokomotiven, muss ich wirklich sagen, alle sehr gepflegt und man kann auch sehr viel begutachten. Auch das Schöne an diesem Museum, da gibt es eine zweite Etage, oder eine erste Etage besser gesagt, da kann man auch noch mal jede Lokomotive von oben sehen.
Sehr gut. Hier sehr lustig. Daniel, würde ich was dazu sagen? Aber so einen Einachsanhänger gab es auch für den VT98. Ja. Fand ich sehr cool, diesen Beiwagen da in diesem 100 Jahre alten Güterwagen, wenn überhaupt. Hier, das war mal ein Versuchsobjekt, also ähnlich wie die Magnetschwebebahn, bloß hier eben halt mit. Was war's? Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Klassische Diesellok, wie sie eigentlich jetzt noch benutzt wird, wird ab und zu mal gedreht. Hier unschwer zu erkennen an den Löchern. Hier handelt es sich um einen gepanzerten Waggon. Lustig, dass er auch hier steht. Aber wie ich es bereits schon sagte, die ganzen Sachen, die hier stehen, die sind eigentlich noch nicht mal wirklich gelistet. Die werden wirklich nur dahin geschafft und werden dann irgendwann mal aufgearbeitet. Zipriel, Lok Nummer 13 von 1865. Sehr, sehr schöne Maschine. Blue Engel, blaue Engel auf gut Deutsch. Auch von 1954, also Nachkriegsentwicklung, 100 km Höchstgeschwindigkeit. Schöner Triebwagen. Also kurz haben wir einen E-Lok, für längere Personenzüge. Habe ich jetzt hier leider keine Informationen darüber. Und dann geht es jetzt nun auch schon in den Außenbereich. Ich habe jetzt einfach mal von ganz weit hinten den kompletten Außenbereich versucht einzufangen. Das sind mehrere kleine Sequenzen geworden. Schaut es euch einfach mal an. Geht es in einen Bereich, der heißt eigentlich Dream Journey, soll ja Traumwelt, ne? Also sagt es ja eigentlich schon. Da ist so ein bisschen orientalisch alles so dargestellt. Hier ist natürlich erstmal Hauptbahnhof, müsste Amsterdam sein, bilde ich mir ein, in Hanul, sehr sehr schön. Bisschen wenig Bewegung, aber das liegt wahrscheinlich daran, das ist ein sehr altes Material, ist, was dort einfach fährt. Das seht ihr ja, G6, die hat Tyco 80, 1980 oder so produziert. Fährt da täglich hin und her die ganze Zeit. Sehr, 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 sehr schönes Modell. Und hier gibt es jetzt eine Kriegsverbot. Hier habe ich euch sogar mal das Schild, das Typenschild abfotografiert. Was soll ich dazu sagen? So ein bisschen wie unsere Baureihe 52. Hier gibt es eine Dampfwalze. Ein sehr lustiges Objekt. Und dann kam man nur eine Etage höher. In so einem kleinen Showroom. Da waren so Bahnschilder und so ein Zeug. Da gibt es hier noch eine kleine Anlage. Von irgendjemandem, der diese Funktion gefunden hat. Dann natürlich das absolute Highlight. Der Arendt, der Adler. Ja, könnte man so sagen. Allererste Lokomotive, die in der Niederlande gefahren ist und Breitspur wie in Russland.